Muttermilch. Hallo? 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 Mach mal kurz die Szene aus, Tobi. Bruh. Mach wieder schnell an. Hi Leute, na? Willkommen zu diesem ganz besonderen Stream heute, Alter. Ich hab Lust, heute mal was auszuprobieren. Ja, ich hab mir ein Greenscreen-Kostüm. Oh, hier Schweißflecken. Oh, guck mal hier. Da ist ein Schwitzfleck. Da ist der Schwitzfleck. Ich hab mir ein Greenscreen-Kostüm geholt und dachte mir, ja, da kann man ja ein bisschen was mitmachen, oder? Also ich habe jetzt halt die Möglichkeit, hier verschiedenste Dinge zu tun. Zum Beispiel jetzt hier, jetzt auch an der Stelle. Man sieht es hier vielleicht. Wenn ich jetzt hier so ein Bild gehe, da fliegt hier einfach eine Zebra-Rolle. Also, das ist halt krass, ne? Ich kann jetzt auch mein Gesicht mit meiner eigenen Hand wegziehen. Wow! Das ist sau cool. Ich kann einfach die Partien, die mich an meinem Gesicht stören, wegnehmen. Der Stream wird auf jeden Fall heute straight-up Autismus werden. Wie gesagt, hinter den Kulissen sieht es dann ja, traurigerweise einfach so aus. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt einfach mal ganz kurz durch verschiedenste Dinge, die Tobi vorbereitet hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch hier noch eine Maske. Also da haben wir später die Möglichkeit, dann noch Löcher reinzuschneiden. Dann habe ich die Möglichkeit, nur meine Augen und meinen Mund auf verschiedenste Sachen drauf zu keyen. Ja, an sich würde ich sagen, können wir einfach... Alter, das ist voll trippy, guck mal. Alter, Alter, ist krass, er ist strong. Hier ist mein Handy, ihr seht es. Achtung, ich bin Zauberer. Ist weg. Folgendes wird passieren heute. Tobi hat ein paar Dinge vorbereitet und ich würde sagen, wir können einfach mal reinstarten. Ich habe selber keine Ahnung, was da drin steckt. Tobi hat gesagt, da sind eine Menge coole Sachen drin. Was jetzt genau dahinter steht, das weiß ich nicht. Sieht jetzt, wie gesagt, hinter den Kulissen, sieht es halt nach wie vor immer noch so aus. Es ist halt ultra weird, ne? Es ist halt wirklich ultra weird, Leute. Ich habe eine geile Idee. Es gibt ja dieses Interview von Monte, wo er durch den Wald läuft. Und ich würde gerne einfach im Hintergrund im Wald so ein bisschen rumlaufen. Das ist auch ganz interessant so, ne? Eigentlich. Also ist auch ganz gut eigentlich. Ich bin Montana Black! Hä? Okay, entschuldigt, das war unangebracht. Und dann könnte ich jetzt einfach Nico vom Backspin sein, der Monte interviewt. So, wir lassen das jetzt einfach mal ganz kurz so und muten das Video und ich interviewe jetzt einfach Monte, ja? Wir machen das jetzt einfach mal. So, Montana, wie ist es denn für dich jetzt als mehrfach vorbestrafter Glücksspiel-Casino-Streamer, der jetzt hier tatsächlich oftmals schon über die Stränge geschlagen hat? Wie ist das überhaupt? Ist es nicht Zeit für dich, langsam mal ins Gefängnis zu gehen? Habe ich noch nie gehabt. So, warte, jetzt antworte ich als Montana Black. Wir muten uns wieder. Ja, du Nico, ich sag dir ehrlich, es ist so, dass ich da eigentlich drauf gebe auf meine Vorbildsfunktion. Die ist mir relativ egal. Mein Kopf ist doppelt so groß wie der von einem normalen Menschen und das ist doch tatsächlich nicht großartig schlimm für mich. Letztendlich geht da Geld für mich eigentlich über alles und so kennt man mich ja auch. Ja, also ich glaube, ihr seht, wo dieser Stream hingeht. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe hier absolut gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber das wird schon, Leute. Das wird schon. Okay, wir machen jetzt richtig weirden Ich würde gerne Skybase von Standard Skill, auch stark. Wir nehmen jetzt dieses Bild hier einfach mal und fragen uns jetzt an der Stelle einfach mal ganz kurz, sind sie nicht schon über 30? Zumindest sehen sie so aus. Wieso produzieren sie eigentlich so einen Kindersong? Darf ich da mal ganz kurz vielleicht nachfragen, was es damit auf sich hat, Herr Standard, zu dem Skill? Da würde ich doch gerne einfach mal kurz nachhören. Erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so? Also ich meine, machen Sie das nur, um tatsächlich damit Geld zu verdienen? Und überhaupt, haben Sie schon meine Waffe gesehen? Ja, Dicker, ich sag mal so, ich als Philipp, erstmal hier natürlich auf absolute Ehrenbruderbasis den Creator-Code Standard Skill LOL reinhauen. Da auch nochmal ganz kurz bei Nebelix vorbeischauen, meine Freunde, ganz wichtiger Haar. Zurückgeblieben würde ich sagen, bin ich nicht. Ich bin einfach nur komplett geldsüchtig. So, Caillou, Alter. Oh, Caillou ist eine gute Idee. Caillou, Alter. Caillou. Was ist das denn? Was ist das, Alter? Das ist nicht Caillou, Alter. Seit wann ist Caillou 3D modelliert? Was soll die Scheiße? Caillou roch viele ungewöhnliche Sachen. Jedoch wusste er nicht, was sie waren. Es riecht lecker. Gut, mein Kleiner, dann geh mal voran. Wie kann ich euch helfen? Das ist mein Enkel Caillou. Was ist das? Ein Tacker hat eine harte, knusprige Höhle, in der eine leckere Füllung steckt. Wir haben die Möglichkeit,
Ich habe hier die Möglichkeit, Leute. Ich habe ja hier doch dieses andere Ding. Ich habe hier noch das Ding. Ich könnte jetzt hier eigentlich tendenziell... Ich ziehe mir das jetzt mal an. Nicht wundern, ich bin noch da. Also ich bin da nicht weg, ne? Ich ziehe mir das jetzt mal kurz an. Dann machen wir Folgendes... Warte mal kurz mit. Wir können Folgendes machen. Hol mal die Schere, Tobi. Kannst du mal versuchen, hier ein Loch bei meinem Mund reinzuschneiden? Mach mal auf, ich mache... Hey! Warte. Warte, wie sieht es aus? Warte. Ja, ich lasse sie offen. Ich will nur die Zunge haben, warte. Und weg. Stellt euch vor, es gibt Menschen, die haben nur Zunge als Kopf. Fütter mich! Oh, Junge, Alter! Ja, ich sag mal so, als angehender CEO dieses Unternehmens traue ich mir wirklich tatsächlich zu, dass wir hier ja einen ganz anderen Film fahren und hier wirklich tatsächlich einiges am Betriebsklima ändern werden. Junge, ist das behindert! Warte, ich brauche ein bisschen mehr... Okay, lass uns mal Katja nehmen. Wir machen ein Sextape. Und wir treiben es die ganze Nacht. Wir machen ein Sextape. Wir machen ein Sextape. Alter, ich fühle mich gerade, als hätte ich einen Mental Breakdown, weißt du das? Vielleicht sag mal du. Ach so, an sich? Ja. Mit dem Mundwinkel sieht Monte einfach aus wie Merkel, Junge. Holy sch**, meine aktiven Freunde. Der heutige Stream auf jeden Fall auf ganz, ganz aktive Art und Weise hier mal komplett verstören. Ich weiß es nicht. Lass uns mal hier ganz kurz Löcher in die Augen schneiden. Okay, bist du ready? Mhm. Oh! Warte! Was ist das, Alter? Was ist das, cool. Junge? Die gruselig. Hilfe! Hilfe! Ich bin alle. Diese Löcher sind nicht mal ansatzweise da, wo meine Augen sind, Bro. Du musst sie aufmachen. Ich bin der König der Tiere. Es ist einfach nur traurig. Okay, was haben wir? Da bei 7000 Zuschauern. Was haben wir hier noch? Oh. Ich seh aus. Wieso? Ich hab in den Chat geschrieben, Alter. Ich seh aus wie ein Verbrecher aus so einem Trash-Porno. Das ist so belastend. Das ist so belastend, Junge. Oma? Ja, mein Sohn? Oma, sag mal. Warum hat denn der Papa die Hand an meinem Popo? Ja, weil ich ihm das so beigebracht hab. Ich weiß absolut nicht, wie man mit Steuern umgeht. Oh, mein Gesicht in die Sonne. Natürlich. Stell dich vor, die Sonne geht auf, Leute. Stell dich vor, die Sonne geht auf und sieht genauso aus und schreit dann morgens. Lass die Nase freischneiden. Oh, sieht so gruselig aus, Alter. Oh, ich seh aus wie so ein Penner, Alter. Guck mal, mein Gesicht sieht so zerflossen aus. Warte, ich möchte gerne ganz kurz ApoRed rappen lassen. ApoRed. Apo, hör mir mal zu, hör auf damit. Wir können so froh, dass Geschlechtsorgane nicht so aussehen, Leute. Ja. Wir können froh sein. Ich würde sagen, Leute, ich glaube, wir haben genug rumgespielt. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Oh.
lecker Eis. Kauft Eis. Eis ist lecker und gesund. Wir hören uns an der Stelle einfach mal auf. Das Ding ist, ich habe halt noch sehr viel mehr Möglichkeiten, weil ich hier diesen riesigen Greenscreen habe. Also vielleicht, ich könnte es auch, ich bin hier unter Bartnägel, ich könnte meinen Nippel jetzt hier rausschneiden. Ich mache das natürlich nicht, Leute, weil ich will natürlich kein Twitch-Bann hier kassieren. Aber ich würde sagen, wir hatten eine extrem gute Zeit. Ey, das ist halt so krass, Leute. Guck mal hier, mach nochmal die Paprika, mach nochmal aus. Ich kann halt hier jetzt einfach eine Paprika schweben lassen, Leute. Guck mal, ist das nicht cool? Die Technik uns alles ermöglicht. Ist so ein Greenscreen nicht unglaublich cool? Ich würde sagen, wir beenden das hier, ziehe mich kurz um und ich bin sofort wieder da.